So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Forbidden West. So, wir kümmern uns erstmal um diese scheiß Schattenkaja. Ich renne jetzt gleich rüber. So. Noch ein bisschen was mit sammeln hier. Wer weiß, wann wir es brauchen. Ich kann die richtig wegschubsen. Immerhin etwas Schweiß abgespült. Ja, da ist fucking viel Blut. Das muss die Lichtung sein, in der Konova die Eklipse gesehen hat. Blutflecken. Ein guter Ausgangspunkt. Menschliches Blut, Frischblutspritzer, wie bei einer Stichwunde. Geile Musik. Hier hat Conover wohl ziemlich sicher diese Wache getötet. Ja. Vielleicht verrät mir mein Fokus, ob hier wirklich jemand Drittes war. Vertiefung im Boden. Das explodiert, wenn ich es mit einem Feuerpfeil treffe. Na, hier oben ist jemand. Ich sehe eine Menge Spuren vom Kaja-Suchtrupp. Nicht so. Ach gut, Kaja-Suchtrupp. Hm. Äste gebrochen? Zerbrochene Äste. War jemand dort oben? Bestimmt nach oben gerannt. Bestimmt in dem Lager oben, was wir gesehen hatten. Schwache Spuren. Sie führen von Fahrlicht weg. Mit meinem Fokus sollte ich ihnen folgen können. Mal sehen, wo sie hinführen. Vielleicht lügt Conover ja wirklich nicht. Ich glaube nicht, dass er lügt. Der macht ja nicht so den Eindruck, dass er lügt. Der hat sogar den Mord zugegeben. Ich glaube nicht, dass er lügt. In Brutstätten kann ich vielleicht... Ich habe die Spur verloren. Es sind zu viele Maschinen unterwegs. Vielleicht finde ich die Spur ja auf der anderen Seite wieder. Die sind rübergelatscht, ne? Also hier quasi irgendwie hier so... Oh, dort oben dann. Das kann ich auch sein. Okay, den kriegen wir. Sollte ich die Spur wieder aufnehmen können. Okay. Hey, erstmal hole ich kurz meine Jagdbeute. Lila. Irgendwie nicht hier. Hier oben?
Okay, warte, oben soll ich die Spur aufnehmen. Die soll ich gar nicht hier direkt aufnehmen. Hier war meine alte Straße. Blut. Eine Menge. Oh ja, hier. Wer auch immer es war, diese Maschine hat ihm wohl eine verpasst. Darüber auf die andere Seite. Mit dem Fokus sollte ich der Blutspur problemlos folgen können. Okay, let's go. Hoch zu dieser Brücke da. Dann rüber über die Brücke, dachte ich mir schon. Ja. Da unten wurde ein Aussichtspunkt eingerichtet. Verbände. Offenbar wollte der Flüchtige seine Wunden verbinden, bevor es weiterging. Ich sollte den Spuren folgen können. Aber erstmal looten wir hier. Wo bist du nur hin? Okay, weiter hier hoch. Das dachte ich mir schon. Dass irgendwie in die Ecke gegangen ist. Die Spur endet hier. Ist wohl in diese Höhle hochgeklettert. Mit der Wunde macht er es sich. Ach, da oben, lol. Da oben, okay. Wie kann sie sich daran festhalten überhaupt? Das ist ein Tunnel gewesen. Das sieht mir nach einem guten Versteck aus. Ah, wie geil das war mit einer Tunnel. Wie cool ist das denn? Ein eingestürzter Tunnel. Ne. Sollten sie alle töten? Gegen eine ganze Garnison? Wird nicht einfach. Ob Larovik wirklich tot ist? Er ist nicht am Treffpunkt aufgetaucht. Also hat ihn diese dumme Wache getötet. Oder er hat die Nerven verloren. Dann müssen wir uns eben durch das Tor sprengen. Und was dann? Rayard war unsere Verbindung zu Vesri. Und jetzt ist er tot. Wir finden Vesri, wenn es sein muss. Aber erst müssen wir an Falich vorbei. Beim nächsten Wachwechsel greifen wir an. Konova hatte recht. Ich muss sie aufhalten, bevor sie noch mehr anrichten. Im Moment haben wir Meridian verloren. Aber eines Tages wird es wieder uns gehören. Ciao, mein Freund. Ach schade, der Screenshot ging nicht mehr. Ich häng fest. Nein, ich häng fest. Sie wissen, dass ich hier bin. Hey! Okay. Viel dazu. Da draußen sind sicher noch mehr von denen. Besser vorsichtig sein. Ja, sind sie. Okay, okay. Puh, bin ich richtig angespannt hier.
Scheiß Maske, Alter. Der hat einfach da die Maske, das ist auf Doom da drauf, ey. Gut, so viel dazu. Klingt, als wären jenseits des Schreckens noch mehr Eclipse. Wenn dieser Haya die einzige Verbindung war, könnte er einen Fokus haben. Damit könnte ich sie finden. Puh. Okay. So, die Pilze nehmen wir alle mit. Man kommt nicht so oft in Höhlen, habe ich das Gefühl. Oder was Lilanes gehabt. Sehr schön. Achso, das waren die beiden, okay. Oh. Informations. Wir sind die Eclipse, die Elite der Schattenkarte. Wir haben getan, was Hades, der verborgene Schatten, befohlen hat. Wir folgen der Prophezeiung, die Hohepriester Bahavas verkündet hat. Wir trugen die Relikte der Alten, mit denen wir unsere Flüstern über das ganze Sonnenreich hinweg hören konnten. Wir bauten eine Armee aus alten Maschinen auf, um die Verräter zu belagern, die unsere heilige Stadt Meridian gestohlen hatten. Alles vergebens, die verfluchte Nora-Jägerin tötete unsere Anführer und brachte den verbotenen Schatten zur Strecke. Was sollen die Gläubigen nun tun, wenn die Prophezeiung sie im Stich lässt? Aber vielleicht hat sie das gar nicht. Bahavas sprach von einem kosmischen Kreislauf, der vom Mörder des wahren Sonnenkönigs Yaran durchbrochen wurde. Die Welt in Schatten gehüllt, das Rad der Zeit zerbrochen, ein unendlicher Tag unter einer verdunkelten Sonne. Was, wenn diese Phase der Prophezeiung noch nicht vollendet ist? Was, wenn der verbogene Schatten kein Erlöser war, sondern nur ein Bote? Wenn das stimmt, ist unsere Mission nicht vorbei. Es hat gerade erst begonnen. Und es könnte sehr gut sein, dass im Westen, dem Land der untergehenden Sonne, die wahre Macht auf uns wartet. Okay. Nice. Ist hier noch mehr hier? Ah, nicht so richtig. Ich glaube, ich habe jetzt alle erwischt, oder? Ach du, ich habe alle erwischt. Nice. Ich war trotzdem ein bisschen vorsichtig. Das da ist wohl Rayat. Ist wohl... Ich hatte recht. Rayat hat einen Fokus. Treue Eclipse. Wenn ihr das seht, habt ihr das Sonnenreich verlassen. Auf der Suche nach etwas, dem ihr folgen könnt. Eure Reise endet bald. Folgt der Sonne bis hinter die Tore von Fahrlicht. Wo strahlende Eroberung euch erwartet. Ein neues Imperium. Okay. Gar nicht größenwahnsinnig. Ich muss diesen Vesri suchen und sein neues Eclipse-Imperium vernichten, bevor es entsteht. Da sind Koordinaten jenseits von Fahrlicht. Okay. Klingt schon mal gut. Was ist jetzt mit dem hier? Rayats Maske sollte reichen, um Konvers Unschuld zu beweisen. Ich sollte sie nach Fahrlicht bringen. Okay, jetzt. Okay, cool. Dann haben wir die Ecke auch schon mal. Fertig. Und abseilen. Ich könnte theoretisch auch gleich mal eine Schnellreise machen. Als wir mit der Eclipse in Meridian kämpften, dachte ich, wir hätten es geschafft. Okay. Kurze Schnellreise. Diese Vorratspacks müsste ich mir irgendwie mal ein paar kaufen. Wäre schon ganz praktisch. Du bist zurück. Klingt nicht alles ohne mich aus. Sag mir erstmal gleich der Wache Bescheid. Da ist Erend. Er hat wohl einiges Infos.
Immer noch. Der hat nicht aufgehört. Soldat, sie ist zurück. Aloy, schon was rausgefunden? Eclipse-Flüchtlinge haben am anderen Waldrand kampiert. Und sie waren bereit, sich durch Fahrlicht zu kämpfen. Du hast viele Leben gerettet. Aloy, du weißt, ich glaube dir. Aber nur Saar, ihn werden Worte allein nicht überzeugen. Will er einen Beweis? Zeig ihm die hier. Und sag ihm, dass Cornova sein Leben riskierte, um einen Eclipse-Spion zu enttarnen und zu eliminieren. Du bist wirklich seine Retterin. Herzlichen Glückwunsch, Soldat. Du kommst hier raus, sobald ich das mit dem Stab geklärt habe. Ich werde die hier nur Saar bringen. Das war's dann? Das Ende der Eclipse? Beinahe. Diese Eindringlinge, die es vor Wochen durch Fahrlicht geschafft haben. Ihr Boss ist gefährlich. Er ist da draußen, im verbotenen Westen. Und stellt eine Armee auf. Nicht gut. Sonne und Schatten, du willst da raus und ihn aufhalten. Ich versuch's. Ich will helfen. Ich kann kämpfen. Das weiß ich doch. Aber du hast viel durchgemacht. Gott, oh Gott, oh Gott. Genieß deine Freiheit, wenn du hier raus bist. Hast verdient. Mach sie, Plattretterin. Was macht ihr denn da? Was umräumen? Wie, was umräumen? Okay. Jo, mach das. So. Schatten im Westen. Jo. Alles klar. Die erste Quest, die komplett reingeht. Ich speichere jetzt mal kurz und dann machen wir Hauptstory, dass wir da durch können. Damit es hier endlich losgeht. Wobei, ich denke, wir werden noch irgendwas dazu tun müssen, damit ich da überhaupt rein kann. Ich glaube irgendwie nicht, dass es so einfach jetzt wird, dass wir einfach jetzt da reingehen. Irgendwas passiert bestimmt noch. Da passiert safe irgendwas noch. Dass wir den Wald zurückgelassen haben, tut mir auch echt leid, ne? Ich habe zu sehr vermutet, dass er noch kommt. Sie ist positiv, Bajiv. Da ist eine dicke... Hast du dir das sagen? Ah, entschuldige, nein. Das wäre Kommandant Nozar. Ich bin Lavan, sein Chef. Seid ihr an den Schuhen, bitte? Also, was führt Aloy von den Nora nach Fahrlicht? Es geht um die Gesandtschaft. Ich brauche sie, damit ich nach Westen komme. Und jetzt, da Gelehrter, wo er dies hier ist, kann es vielleicht endlich losgehen. Ah, ja, der Sonnenpriester. Kam wild schreiend und tobend hinter seiner Begleitung hier an. Er liebt seine Schriftrollen. Mhm. Aber die Gesandtschaft braucht noch. Kommandant Nozar meldete Bereitschaft, aber der Hornstoß der Tenakt-Marschälle fehlt noch. Ah, okay. Also gut, dann lasst mich durch die Tore. Ich muss mit ihnen reden. Das glaube ich dir. Aber das geht leider nicht. Befehl von oben. Die Tore sind offen für alle, die sich hinauswagen wollen. Osseram-Plünderer, besonders wagemutige Karja. Aber vor einer Gesandtschaft darf niemand rein oder raus. Das gilt, bis die Tenakt wieder weg sind. Was ist mit den zwei Wachen los? Über die Gesandtschaft. Was genau passiert bei diesen Gesandtschaften? Hauptsächlich wird Handel getrieben. Die Karja erbringen ihren Tribut, Essen, Gewürze, Ausrüstung. Dafür erhalten sie von den Tenakt persönliche Gegenstände der Soldaten, die in den roten Raubzügen fielen. Diese aktuelle Gesandtschaft ist jedoch ein Sonderfall. Weil die Tenakt irgendeinen Gefangenen übergeben, richtig? Den Soldaten verscharf? Ah, du weißt es. Alle sind nervös wegen der Gesandtschaft. Man weiß nie, ob eine Gesandtschaft gut läuft, bis sie vorbei ist. Na toll. Du sagtest was von Tenakt-Marschällen. Wer sind die? Die Elitekrieger des Stammes. Vor jeder Gesandtschaft kommen sie mit einem Trupp Soldaten aus jedem ihrer drei Clans. Mhm. Dann, okay. Im weiteren Verlauf verhandeln sie im Namen ihres Anführers. Und mit verhandeln meine ich die Sonnenpriester anstarren, bis die nachgeben. Bayev hatte bei der letzten Gesandtschaft das erste Mal mit ihnen zu tun. Er war völlig durchgeschwitzt danach. Es war ein heißer Tag, Sir. Ha, ja, natürlich. Wo finde ich Kommandant Nozar? Wenn er die Tore geschlossen hält, muss ich ihn überreden, sie mir zu öffnen. Ich bring dich zu ihm. Aber beachte eins. Der Kommandant hält sich ans Protokoll.
Besonders wenn er ohnehin angespannt ist. Okay. Wir werden sehen. Ah, na toll. Hier lang. Okay. Hier ist ja eine ganze Menge los. Die Tenakt haben hier während der roten Raubzüge gewütet. Zwei Jahre Arbeit. Und es wird okay. noch lange dauern. Der Arbeitsstopp in Kettenkratz hat beinahe unseren Wiederaufbau gestört. Sehr aber schön. Eine gewisse Nora hat sie zum Arbeiten motiviert. Ich habe nur ausgeholfen. Naja, Alvund war sicher begeistert. Ist das noch irgendwas hier? Nee, okay. Zur Seite, Soldat. So? Warte, auf mich, warte auf mich. Da ist der Kommandant. Okay. Mach dich besser bereit. Ja, bin ready. Und viel Glück. Okay, danke. Ich ja schon sehe. Wie können wir eine Gesandtschaft stattfinden lassen mit einem Stamm, der seine Leute nicht im Griff hat? Was will man von solch ungebildeten Wilden noch erwarten? Tag. Ah. Aloy, nicht wahr? Ja, die das Tal für euch gesäubert hat. Die Aloy. Wir wertschätzen deine Dienste. Wir sind bereit für den Beginn der Gesandtschaft. Ihr habt doch das Signal gegeben. Beide Seiten müssen Bereitschaft signalisieren. Na, okay. Bis die Wilden ins Horn stoßen, warten wir. Ja, denn die Ersten werden... Oh, Junge, halt die Klappe. Danke. Was dauert da? Die Tenakt sind ein Stamm, der aus 3 Stämmen besteht. Wie viele Banner siehst du denn? Ihr wartet einfach? Findet raus, was los ist. Das ist nicht der wilde Osten, aus dem du stammst, Nora. Das ist der verbotene Westen. Gefällt's dir nicht? Lauf nach Meridian und beschwer dich da. Das Meridian, das ich rettete? Ganz recht. Niemand geht durch das Tor, bis der dritte Clan da ist und das Tenakthorn erklingt. Nicht einmal die Retterin von Meridian. Okay. Ich gehe jetzt. Ich warte. Du hast Glück, dass die Retterin von Meridian noch ein paar Dinge erledigen muss. Ach so, nee, passt schon. Wir können da durch eigentlich. Eine weitere Runde im Schrecken lohnt sich vor der Ungeduld interessiert die Wild. Du nervst damit nur uns. Und du nervst alle. Danke, aber ich habe genug gewartet. Zeit zu gehen. Auf gar keinen Fall. Diese Gesandtschaft erfordert die Einhaltung von... Lass das sein! Ja, was immer du sagst. Da kommt eine Maschine. Da sitzt jemand drauf. Wow. Ja. Kannst nicht abstoßen. Hallo? War alles jetzt hier nachher? Ich hab doch gewollt, dass er irgendwann auftaucht. Öffne bitte die Tore. Ja, die will halt weg, bevor er kommt. Durch dieses Tor! Das ist dein direkter Befehl! Sorry, das geht nicht. Und wenn es die Königswitwe persönlich ist, die Tore bleiben zu, bis das Horn erklingt! Ich bitte höflich. Was soll ich denn nur tun? Hey, Val. Hi, er rennt. Befehl hier vor. Ist befehllich, ja. Aloy will etwas, öffnet die Leute wollen hier im Weg stehen. Das wird nicht klappen. Das war's! Nehmt sie fest. Könnt ihr gern versuchen. Feuerunterstützung? Einsatzbereit. Hey, ich mag sie. Du dummer Mistkerl. Du meinst, du darfst das Tor vor den Augen der Retterin Meridians geschlossen halten? Was meinst du, wird Sonnenkönig Avar tun, wenn er davon erfährt? Dich befördern? Ha. Lass sie durch, Jungs. Wenn's die Welt rettet. Oh, schönes Ding. Ah, was im Meridian vergessen? Ja. Schau, Val. Ist doch egal. Hat ja geklappt. Schönes Bild.
Also der Stamm, von dem Marat sprach, die Tenakt. Die müssen uns erlauben, nach Westen zu gehen? Wäre schon nett, wenn die nicht ständig versuchen würden, mich zu töten. Diese Gesandtschaft läuft noch gar nicht. Nee. Wir wollen da einfach reinplatzen? Schluss mit Politik. Genug gewartet. Okay. Zumindest hast du jetzt Verstärkung. Das stimmt wohl. Mal sehen, wie es läuft. Gibt's hier was zum Speichern? Oh, scheiße, wir sind drüben. Okay, das könnte jetzt eklig werden. Hier ist nichts zum Speichern. Wahrscheinlich geht's hier gleich richtig. Wo sind denn die Banner? Da vorne stehen die alle, aber... Wenn die links und rechts diese Banner, oder? Oh, die sehen aber böse aus. Wie sie gleich auf Akro gehen, ey. Hoiei. Das ist die Grenze zwischen Ost und West. Bleib oder stirb. Warte mal. Mach mal halblang. Das Tal ist tabu, bis unser Signal ertönt. Das ist mit den Kaja vereinbart. Ich bin keine Kaja. Ich kam unabhängig her, um Durchlass zu erbitten. Aber sie öffneten das Tor für dich, oder nicht? Was bedeutet diese Überschreitung? Sie schicken ein Kind? Wollen sie verhandeln oder nicht? Den Kaja vertraut man nicht. Das weiß jeder. Vergesst die Kaja. Das hat nichts mit ihnen zu tun. Ich muss im Westen Leben retten. Vielleicht auch das eure. Das einzige Leben, das du retten kannst, ist dein eigenes. Indem du umkehrst. Jetzt. Moment. Über eines sagt sie... Marschall Faschaf. Oh. Sie ist keine Kaja. Sie ist eine Nora aus dem Wilden Osten. Wenn sie Leben retten will, sollten wir da nicht zuhören? Lasst mich mit ihr reden. Ein letzter Gefallen für einen Marschall, bevor er weggebracht wird. Okay, er ist Marschall auf der Seite. Und er will wieder zurück. Will er wirklich wieder zurück? Ein tapferer Nora-Rotschopf. Du bist sicher diese Retterin von Meridian. Nur Aloy. Ich bin Faschaf unbeugsam. Einst Generalstab der Kaja, Armee der untergehenden Sonne. Verzeih, meinen Kameraden. Hier herrscht Hochspannung. Diese Gesandtschaft ist eine heikle Sache. Sie geben mich dem Sonnenreich zurück. Diese Geste könnte helfen, schmerzhaften Groll zu lindern. Und jetzt kommst du. Ohne Vorwarnung. Ich will keinen Ärger machen. Ja. Ich will nur nach Westen. Das sagst du. Vielleicht kann ich ja helfen. Wie? Aber ich muss wissen, warum. Und ich brauche die Sicherheit, dass ich es nicht bereuen werde. Okay, erstmal ausfragen. Die Tätowierungen der Kaja sind mir völlig neu. Für die Kaja sind sie reine Zierde. Für die Tenakt jedoch weit mehr. Eine Litanei der Taten. Listen besiegter Feinde. Davon hast du anscheinend so einige. Kämpfe sind mir nicht fremd. Aber mein Leben, meine Zeichen sind noch nicht vollendet. Diese Seite zeigt meine Kampftaten. Vor meinem Tod soll die andere Hälfte meine Erfolge des Friedens tragen. Das ist auch ein schöner Gedanke, das so zu machen. Wie bist du unter die Tenakt geraten? Das kann ich dir erzählen. Dauert aber. Aber wie ich das sehe, haben wir wohl eh nichts vor, bis die Gesandtschaft anfängt. Möchtest du es wirklich hören? Ja, klar. Nee, doch, erzähl mal. Klingt interessant. In Ordnung. Ich war bei Sonnenkönig Girans Truppen, als sie nach Westen zogen. Ich wollte das Schlimmste verhindern. Natürlich klappte es nicht. Sie begangen unaussprechliche Schandtaten. Und die Tenakt reagierten darauf. Als die Clans unser vorderes Lager der Zinnobersande überrannten, blieb ich zurück, um den Nachzüglern zu helfen. Und wurde geschnappt. Ich habe es ihnen nicht einfach gemacht. Und sie haben es mir auf der Reise in ihre Hauptstadt vergolten. Ich verlor unterwegs so viel Blut und war leichenblass, als sie mich zu Häuptling Hikaru brachten.
Ich dachte, ich wäre tot, also ergriff ich verzweifelte Maßnahmen. Als du den Tenakt-Häuptling trafst, tatest du etwas Verzweifeltes? Ich hielt die Ohren offen, als die Tenakt mich mitzerrten. Und ich hörte von einem Urteilskampf, den sie offenbar huldigen. Also, als sie mich vor Hikaru warfen, forderte ich dieses Ritual ein. Die Kohlrot. Okay, gut zu wissen. Kann uns helfen. Hatte mir einen Vorteil. Mein Leben oder sogar die Freiheit. Die anderen Tenakt heulten, aber Hikaru starrte sie nieder. Und dann fiel sein Blick auf mich. Er wusste meinen Einfallsreichtum offenbar zu schätzen. Er erlaubte mir die Teilnahme an der Kohlrot. Ich ahnte ja nicht, was mir bevorstand. Erzähl mal mehr darüber. Das könnte wichtig sein, das einfach zu wissen. Ja. Na, für Eventualitäten, man weiß ja nie. Man es sich vorstellt. Kein Zweikampf, Mann gegen Mann, zumindest kein direkter. Okay. Die Beteiligten kämpfen in einer großen Arena gegen Maschinen und nur die Stärksten überleben. Okay, das kriege ich sogar richtig schön. Es ist nicht einfach, sich einer Maschine zu stellen, während Hunderte um dich herum nach Blut schreien. Das ist mir vertrauter, als du denkst. Doch schon ein bisschen. Wirklich? Dann hast du meinen Respekt. Wie du habe ich den Kampf überlebt. Ich hatte auf Freiheit gehofft, doch das stand nie zur Debatte. Ich musste dem Häuptling dienen. Du hast dem Tenakt-Häuptling gedient? Die Sieger der Kohlrot müssen ihm als Marschälle dienen. Das Wort hast du schon erwähnt. Was heißt es? Das Wort selbst bezieht sich auf einen Schutzgeist aus längst vergangenen Zeiten. Konkret sind Marschälle Hikarus fahrende Gesetzgeber, teils Magistrat, teils Richter, teils Henker. Ich gehörte nun zu ihnen und diente mit Ehre, aber viele Tenakt spuckten nach wie vor aus, wenn sie mich sahen. Aber nur, bis ich sie zu Boden zwang und ihre Gesichter hineindrückte. So kann man es natürlich auch machen. Wie du bemerkt hast, ist Gewalt die Muttersprache der Tenakt. Nur mit ihr überlebt man. Aber die Kaja sprechen sie auch. Mehr als sie sagten. Verständlich, dass die Tenakt sie hassen. Heißt das, du bist noch immer Kaja? Ein Teil von mir, ja. Immer. Doch es gibt viel zu bewundern an den Tenakt. Besonders ihren Häuptling. Ich habe gehört, wie es vor seiner Herrschaft war. Drei Clans, immer im Krieg, ständig in Fehde miteinander. Hikaru und die Marschälle schufen eine Art Frieden. Und jetzt schaut er nach vorne. Wer weiß. Vielleicht gibt es ja einmal eine Zusammenarbeit mit den Kaja. Die Kaja reden über Hikaru wie über ein Monster. Die Kaja müssen ihn verteufeln und wenn nur, weil er sie aus dem Feld gefegt hat. Ja, er ist furchterregend. Als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich, er würde mich häuten. Aber er ist kein böser Tyrann wie der verrückte Sonnenkönig. Wenn du das Glück hast, ihn zu treffen, so wie ich, würdest du sehen, dass er eigentlich nur das Beste für sein Volk will. Hoffentlich sprichst du mit ihm. Du interessierst ihn sicher. Gut. So war das also. Du hörst sie als erste Ostländerin. Aber nicht als letzte. Die Kaja müssen davon erfahren. Ja. Er scheint echt nett zu sein, aber. Über die Tenakt, als die Kaja es tun. Er scheint aber auch sehr nett zu sein. Also macht einen sehr ordentlichen Eindruck. Sehr gefassten Eindruck. Freust du dich auf deine Rückkehr nach Meridian? Oh, eine Nacht in einem Federbett klingt zugegeben gut. Oder Weintrinken aus den südlichen Weinbergen. Aber ich habe ein anderes Ziel. Als jemand, der die Tenakt und die Kaja kennt, habe ich zu beiden eine fundierte Meinung. Wenn Sonnenkönig Avad einlenkt, hoffe ich auf einen dauerhaften Frieden. Die Tenakt scheinen nicht so friedlich. Nein, das sind sie auch nicht. Aber wir leben in harten Zeiten. Hikaru weiß, dass Überleben Anpassung erfordert. Auch wenn man dafür ewige Kriege beilegen muss.
Du fragtest, warum ich passieren muss. Ich sag's dir, aber es wird dir nicht gefallen. Vor 6 Monaten ging die Welt fast unter in Meridian. Die Bedrohung ist nicht vorbei. Sie wird jeden Tag schlimmer, deutlich. Sie ruft Stürme, vergiftet das Wasser und erzürnt die Maschinen. Die Quelle zieht nur nach Westen. Und nur ich kann sie aufhalten. Ich sehe die Zeichen. Und ich hörte von unglaublichen Vorkommnissen in Meridian. Dämonen, besiegt von einer rothaarigen Heldin. Also könnte ich dir glauben. Deine Bürde steht dir ins Gesicht geschrieben, deutlicher als meine Tätowierungen. Nimm das als Beweis, dass du in die Länder der Tenakt reisen darfst. Das ist so wichtig. Und ihr beide macht das allein? Glaubt jemanden, der gern ein Diplomat werden will. Verbündete sind wichtig. Ja, hör zu, Eloy. Kennt den Westen besser als sonst jemand. Hör zu, vielleicht kann er dir helfen. Er kann sehr bedrohlich wirken, aber lass dich davon nicht täuschen. Er steht zu seinem Wort. Vielleicht, wenn ich ihn brauche. Wie du willst. Er ist in seinem Palast, hinter den Bergen im Südwesten. Sag ihm, ich schicke dich. Und er wird... Da! Das Himmelsclan-Banner! Ah, okay, sie sind da. Marschalle, es war nicht einfach, aber hier ist der Himmelsclan. Und der Kommandant? Nein. Ich konnte nur ein paar überzeugen. Er weiß noch nicht, dass wir weg sind. Wir haben Banner aller 3 Clans. Dann sind es vom Himmelsclan eben weniger, na und? Er hat recht. Blast ins Horn. Was ist hier los? Nicht allen Tenakt gefällt die Vorstellung, mit Kaja zu verhandeln. Aber es sind genug da, fangen wir an. Mhm. Dann breche ich mal auf. Nein, das lassen die anderen Marschälle nicht zu. Du willst sicheres Geleit, das bekommst du. Nach der Gesandtschaft. Okay, das war jetzt ja zu sehen irgendwie. Naja, ein bisschen Angst, wa? Die Kaja öffnen die Tore. Noch ein paar Screenshots machen. Vielleicht kann man die für Thumbnails gebrauchen. Du bist nicht dran? Wie die Sonne über einem Land im Krieg aufgeht, kann sie auch über einem Land im Frieden untergehen. Heute ist solch... Hört, Marschälle! Die ihr Tenakt sein wollt! Regala, Häuptling Hilkaros größter Fehler. Okay. Diese Rivalin verschonte er. War ein Fehler, ja. Okay. Vergesst ihr, dass unser Volk im Blut geboren wurde? Im Blut der Kaja. Doch ihr schenkt eure Speere einem Häuptling, der mit dem Feind paktiert.